Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Graph. Hier sind wir auch schon wieder und machen uns direkt an die Arbeit. Hallo. Hallo. Mein Multitool funktioniert nicht mehr. Dabei habe ich doch eins behalten. Warum? Was soll das? Multitools. Take. Jetzt sagt er immer noch 12. Er hat aber irgendwas rüber. Hä? Okay, Leute, das blicke ich noch nicht so ganz. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wirklich nicht. Aber jetzt haben wir es wieder dabei. Naja, gut. Sei es drum, wir haben es wieder dabei. Wir können Farmen gehen. Denn wir brauchen eine Menge Holz. Haben wir schon gemerkt. Und dementsprechend. Was ich aber auch unbedingt irgendwann mal möchte. Dazu muss ich allerdings herausfinden, was für Items das sind und wo wir die herbekommen. Ist diese neue Pistole, die wir da, wo wir das Ding für bekommen haben, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wo wir die hier Blaupause für bekommen haben. Denn ich denke, die würde schon um einiges mehr Schaden machen als unser bisheriger Schmarrn. Oh, no, 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 no. Lass mich in Ruhe. Als unser bisheriger Schmarrn da an rostiger Pistole. Ach, guck mal, da kann man die Gegner mit stunnen. Okay, ich verstehe, mit diesem Multitool kann man sie stunnen. Aber keinen Schaden machen. Oh Mann, Alter. Ein Level 6er Tech Hunter, das ist schon echt bitter. Wow, macht der einen Schaden. Oh fuck, wenn der mich nochmal zweimal erwischt, bin ich tot. Oh, Leute, Hilfe. Wow. Na Gott sei Dank. Ach, seht ihr das? Techno Hunter lang. Genau so ein Zeug. Solche Items sind das, die wir brauchen. Nur halt von diesen Daykillern. Ja. Und was ist das denn? Huh? Hat da etwa einer eine fliegende Base gebaut? Krass. Oder ist das Ding, oder hat er ein Raumschiff oder sowas gebaut? Geht das denn? Ich weiß es nicht. Okay, er scheint wieder runterzukommen. Was zum Geier ist das? Ich will auch sowas haben. Naja, werden wir irgendwann schon noch hinbekommen, denke ich. Also was sie auf jeden Fall mal hier noch machen müssten, meiner Meinung nach. Man darf hier nicht so sliden über diese Felsen. Man müsste da auch mal drauf latschen können. Das wäre doch viel angenehmer, wenn man da mal einfach schön auf einen hohen Stein oder Fels drauf geht und einfach mal ein bisschen sich einen Überblick verschafft. Warum denn nicht, ne? Huch, na, da sind wir schon wieder beim Thema Sliden, ne? Das war ganz lustig, aber das kann auch in die Hose gehen. Okay, ich weiß. Das Problem ist, ich weiß ja noch nicht alles, was wir da, noch nicht genau, was wir so alles brauchen an Material, aber ich werde auf jeden Fall von allem etwas brauchen und dementsprechend schadet es nicht hier das ganze Zeug mitzulooten, was wir hier so finden. Das ist natürlich ein bisschen langweilig, ne? Aber was willst du machen? Das ist halt so. Wenn wir nichts tun, bekommen wir auch nichts. So einfach ist das. Ich weiß noch nicht genau, wo ich hier. Entfernt bitte eure Harvester, bevor ihr auslockt. Okay. Okay, ja. Ich habe keine Harvester, zumindest aktuell nicht.
Oh, hier sind Level 8er Flying Bugs. Ich muss diese Day- oder Night-Killer finden. Von denen brauche ich nämlich diese Special-Items. Für diese Pistole. Wir können aber für den Anfang mal so einen Bug hier töten. Von denen werden wir mit Sicherheit auch noch irgendwelche Special-Items brauchen irgendwann. Yeah! Ich habe ein Level abbekommen. Geil. Oh, was ist hier los? Wow. Da müssen wir mithelfen. Gegen dieses Boss-Mob-Vieh hier. Oh shit, ich darf nur nicht selber getroffen werden. Jetzt greift dieses Arschgesicht mich an. Das gibt's doch nicht. Ah, fuck. Was war das denn? Ich habe keine Health, dem scheiß die Wand an. Nein! Was zum Geier war da los? Hat der mich getroffen oder was? Okay, ich muss hier echt aufpassen, dass wenn der mich nochmal trifft, bin ich, glaube ich, dem Untergang geweiht. Was? Hallo? Der stand mit dem Arsch zu mir. Was soll der Scheiß denn? Menno. So ein Kack. So ein Kack, Leute. Jetzt hoffentlich finden wir das wieder. Oh, ist das das? Hello, friend. Hallo. Ja, okay, geil. Gott sei Dank ist das so... Oh, shit, das... Oh, das war mir klar, dass das wieder wehtut. Scheiß Fallschaden. Okay, hier. Können wir uns wieder aufheben, aufkratzen auf dem Boden hier. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wo ist mein... Oh no, mein Helm ist weg. Mein wunderhübscher Helm ist weg. Ach, er hat ihn nur nicht angehabt. Hä, okay. Muss man das verstehen? Ich glaube nicht. Und jetzt ist mein Boss-Mob verschwunden, oder wie sehe ich das? Ach, das ist doch fies. Wow! Alter, diese Viecher hier, die sind echt gemeingefährlich. Wow, Leute, ein Dungeon! Ich habe ein Dungeon entdeckt! Ein Dungeon! Und zwar diesmal kein Level 1, hoffe ich. Die sind schon ganz schön versteckt teilweise, ne? What? Level 12 bis 13, ach du Heiliger. Das ist... Oh, damn it. Ja. Ich glaube, da sollten wir nicht unbedingt rein, ne? Wir haben ja schon mal die Erfahrung gemacht, dass wir ziemlich auf die Mütze bekommen. Aber ich muss mir unbedingt merken, wo das war. Das ist hier, das sieht man von oben gar nicht. Das ist hier mitten im Felsen drin. Okay, hier haben wir dieses... Diesen runden Felsen mit dem, ach, was weiß ich. Ich versuche mir das einfach mal so zu merken. Wir flitzen mal wieder hoch zur Base. Zumindest glaube ich, dass meine Base hier irgendwo war. Genau, hier hinten war meine Base. Und hier ist der Dungeon. Irgendwo. Seht ihr, jetzt habe ich schon wieder... Hier ist der Dungeon. Hier unten. Direkt hier unten. Da. So. Das merken wir uns. Hier ist die Base. Das ist ja fast ums Eck. Das ist perfekt, Leute. Perfekt, perfekt, perfekt. Hallo. Achso, jetzt gucken wir aber gerade mal. Na, komm schon. Alter, was soll das denn?
Ich will ja die Base ein bisschen erweitern auch. Deswegen gucken wir mal, was wir da dran setzen können. So, Support Ladder. Lookout. Ein Lookout ist eigentlich Blödsinn, ne? Ein Lookout müssten wir da oben drauf setzen. Oder wir setzen hier... Alter, nee, ein Lookout braucht ja viel zu viel Material. Wisst ihr was, wir machen das jetzt erstmal so, wir setzen... Okay, das bringt natürlich nicht viel. Wir setzen hier so ein Ding gegenüber. Und hier noch eins. Was total dämlich war, sehe ich gerade. Denn wir kommen ja hier nicht raus. Shit. Ich hätte hier... Oh, no, 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 no. Fuck. Was passiert, wenn wir jetzt hier... Jetzt muss ich mal kurz was... Jetzt habe ich aber bestimmt kein Material mehr dafür, ne? Shit, Leute. So ist, wenn man ohne Sinn und Verstand baut, ne? Dann kommt so ein Dreck bei raus. Hallo, Glitch, Glitch, Glitch. Hallo, lass mich hier raus. Was passiert, wenn ich jetzt hier ein Ding dazwischen bauen würde? So ein... Ja, ist die Frage, ne? Was brauchen wir da? Ein Closed Room? Wir probieren das mal mit dem Closed Room. Vielleicht wird das dann miteinander verbunden. Das wäre natürlich klasse. Aber wir brauchen erstmal kurz noch ein bisschen Holz. So, komm schon. 100 Holz sollten wir doch schnell zusammen haben. Hallo, Tierchen. Oh nein, das Vieh ist aggressiv. So, das sollte reichen. Jetzt schauen wir gerade mal. So hübsch unser Holzmännchen hier. Okay, we will see. Closed room. Build. Und bitte, lieber Gott, lass das funktionieren. Sonst habe ich da echt einen Scheiß zusammengebaut. Ja! Das funktioniert, seht ihr das? Ja! So, jetzt steht mir nur dummerweise meine Science Station im Weg. Wir müssen das folgendermaßen machen. Wir müssen die Science Station hier wegmachen. Oh, da fällt mir gerade ein. Wir sollten mal ein paar Health Systems basteln. So, 6 Stück haben wir jetzt mal gebastelt. Jetzt machen wir... Ja. Ja, ist ja okay. Hoffentlich haben wir jetzt genug Material, um das Ding gleich hier nebendran zu setzen. Hier. Ja, wir haben genug Material. Ich muss mich allerdings... gerade hinstellen. Ach verdammt, Crafting. Hier, genau. So, bauen wir das hier ein Stück weiter weg. Zack. Und wir haben wieder alles. Yeah. Und wir haben jetzt einen Durchgang nach hier hinten. Ich finde das spitze. Ich finde das richtig spitze. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt nach oben aufs Dach beispielsweise? Können wir da so eine... Gucken wir doch gerade mal. Stairs. Okay, wir könnten vielleicht hier eine Treppe hochbauen, dass wir da aufs Dach kommen. Schauen wir doch mal kurz. Wir holen noch ein bisschen Holz. Alles ist richtig cool hier. Da können wir eine richtig schöne Base draus machen noch. Vielleicht ja um den Felsen drumrum oder so. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal schauen.
Komm, wir nehmen gleich noch ein bisschen mehr mit. Ich weiß, ich habe schon genug, aber... Wir brauchen so viel Holz. Das war mir von Anfang an klar. Deswegen gut, dass ich hier... neben so vielen Bäumen gebaut habe. Wenn ich da jetzt jedes Mal kilometerweit laufen müsste, um mal ein Bäumchen zu finden, Gott, oh Gott, ich würde mir so in den Arsch beißen. So. Gehen wir wieder zurück. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert mit diesen Stairs, was ich davor habe. Aber ich denke doch, das müsste irgendwie klappen. Also wenn das so automatisch aneinander anbaut und sich dann umklappt, sodass wir da einen Durchgang haben, dann sollte doch auch rein theoretisch... Wo machen wir die Stairs denn hin? Sollen wir die Stairs hier an die... Komm, wir machen die Stairs... Sollen wir die hier hin machen oder hier hin? Hier hängen wir halt direkt im Felsen drin. Irgendwie ist das ein bisschen blöd, ne? Aber wisst ihr was? Das probieren wir trotzdem hier am Felsen. Hä? What? Okay, jetzt. Hä? Scheiße. Okay, das ist ein komplett eigener Raum. So eine Kacke aber auch. Ja. Okay. Okay, ich verstehe. Das heißt, wir müssten die hier hinsetzen, so beispielsweise. Das ist doch bescheuert. Das ist doch bescheuert, Mensch. So, und hier auf diesen Felsen können wir halt auch nicht drauf, ne? Weil wir da nur am Rumsliden sind. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Komm, das muss ich nochmal testen. Irgendwie muss es doch möglich sein, hier auf unser Dach zu kommen. Nein, nicht da lang. Falsche Richtung, falsche Richtung. Oh nein. Mann, schade. Okay, wir müssen auf jeden Fall zwangsweise hier irgendwie Stairs bauen. Und dann machen wir das doch am klügsten auf die andere Seite. Beziehungsweise wir könnten doch auch... Jetzt probieren wir mal was. Wir könnten doch auch so ein Lookout irgendwie da draufsetzen dann. Jetzt machen wir die Stairs mal so hier auf, so hier mal an den Felsen ran. Genau so. Wo wir schön wieder über den Felsen sliden, so ein. Okay, das war irgendwie nicht so sinnvoll. Was meint ihr, wenn wir da noch eine Treppe hinbauen? Zack. Okay, das mit dem Felsen ist ein bisschen dämlich, aber wir könnten uns hier jetzt rein theoretisch... Können wir nicht. Genau, weil wir nicht genug, ja. Da können wir uns ein paar... Nee, können wir auch nicht. Heiland, zack. Was dann da los? Eine Brücke? Eine Brücke, eine Brücke? Eine Brücke könnten wir uns bauen. Hauen wir uns einfach mal eine Brücke hin. Haha, geil. Geil. Und von hier aus kommen wir auch darüber. Oh, scheiße. Wie gut, dass das keinen Schaden gemacht hat. Das ist richtig cool, Leute. Hier mit dieser Brücke, da können wir uns hier irgendwie einen Lookout noch vielleicht hinbasteln. Ich weiß es nicht. Das ist alles noch nicht so das Wahre. In den Stein hier reinbauen ist auch nicht so toll. Da wir dann hier wieder wegsliden. Aber man kommt trotzdem hoch. Joa, wir haben... Mal eine kleine Minibase errichtet, Leute. Das ist nur ein Anfang. Wir haben aber schon mal die wichtigsten Dinger da drin. Gerade hier die Science Station und das ganze Zeugs, ne? Da müssen wir uns dann in der nächsten Folge mal ganz genau nochmal anschauen, was wir eigentlich noch alles vielleicht basteln könnten, was wir dazu brauchen, um das abzugraden. Ach, guck mal hier, das könnten wir sogar upgraden. Dann sieh mal einer an. Die Factory genauso. Vielleicht. Ja, die auch. Schön. Okay, das gucken wir uns aber ganz genau in der nächsten Folge an, Leute.
Jetzt soll es das erstmal gewesen sein. Unsere kleine Base. Zum Schluss. Tada. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin. Tschüss.